Willkommen zurück auf dem Easter Hack 2024 in Regensburg. Wir reden heute ein bisschen über Audio. Vielleicht als kleine Einführungsfrage. Wer hatte hier schon mal Soundprobleme unter Linux? Bitte einmal alle die Hand heben. Wer weiß schon, dass man dafür Pulsaudio verantwortlich machen kann? Auch gerne die Hand heben. Genau. Wie wir künftig um Audioprobleme in Linux zumindest ein bisschen rumkommen und was Pipewire damit zu tun hat, was wir sonst noch damit machen können, das erzählt uns gleich Lucy. Mit sehr viel Linux-Wissen, mit sehr viel Pipewire-Wissen, mit sehr viel Audio-Wissen. Viel Spaß. Die Bühne gehört dir. Danke für die Anmoderierung. Ja, genau. Wer von euch hat denn schon mal Pipewire auf seinem Desktop benutzt? Das ist sogar die Mehrzahl, das ist gut. Ja, genau. Also erstmal ein bisschen zu mir. Ich mag Linux, nicht nur am Desktop. Ich mache auch Homelab-Zeug zu Hause und nutze Linux am Desktop primär seit 2018. Ich mag Züge und Mates. Und ich habe eine Website, lucy.moi, da sind später dann auch die Folien. Ah, da bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen. Genau. Der Fahrplan ist praktisch, ich erzähle erstmal so ein bisschen über den Linux-Audio-Stack, wo wir uns da eigentlich genau befinden, was es für Konzepte gibt, die man bei Pulsaudio verstehen muss. Dann habe ich ein Beispiel mitgebracht von einer eigenen Erfahrung, wo ich praktisch sehr frustriert war mit Pulsaudio und was auch dazu geführt hat, mich da irgendwie mehr mit zu beschäftigen. Dann dazu ein kleines Fazit. Und ja, dann erzähle ich ein bisschen was zu, was halt Pipewire da jetzt anders macht. Und werde dann auch noch ein bisschen drauf eingehen, auf so ein paar Audiosachen. Was ist ein Gate, was ist ein Kompressor, was ist ein Equalizer, was ist ein Limiter, was ist ein Crossover, weil das habe ich alles verwendet in dem, was ich jetzt euch zeigen möchte. Genau, also vor allem werde ich halt eben darauf eingehen, wie macht man Voice Processing in Pipewire, und ich habe ja in der Beschreibung schon angeteasert, dass ich auch ein Heimkino-Setup damit verwirklicht habe, und das möchte ich eben auch herzeigen. Und danach dann ein zweites Fazit halt zu Pipewire eben. Genau, erstmal zu den Konzepten. Ich werde erstmal über den Linux Audio Stack reden. Was ist ein Sync? Was ist eine Source? Was ist ein Monitor? Was ist Loopback? Und was hat die Clock damit zu tun? Genau. Im Prinzip, im Kern läuft erstmal ALSA. Das ist die Advanced Linux Sound Architecture. Und damit kann man eigentlich erstmal nur realisieren, dass halt Programme einen geregelten Zugriff auf die Soundgeräte haben, dass jedes Programm nicht einen eigenen Audiotreiber für jedes Gerät implementieren muss. Und früher gab es noch das Open Sound System, das unterstützen aber moderne Geräte gar nicht mehr. Und wenn man eine alte Soundkarte hat, muss man sich damit vielleicht noch rumschlagen, aber das ist eigentlich eher so deprecated. Es gibt dann auch noch ALSA D-Mix, damit kann man ermöglichen, dass mehr Programme auf einem Audiogerät was wiedergeben kann, das kein Hardware-Mixing unterstützt. Genau, und im User Space läuft halt dann Pulsaudio. Das verwendet man eher so für einen Desktop-Betrieb, kann man halt einfach mehrere Audiogeräte verwalten. Die erste Version ist übrigens im Juli 2004 rausgekommen, und es gibt dann auch noch Jack Audio, damit macht man eher so Pro-Audio-Geschichten, damit kann man praktisch, ja, eine DAW kann damit arbeiten, das ist eher so auf Low Latency getrimmt, das hat auch mit Real-Time-Sachen zu tun unter Linux, und ja, damit kann man halt eher so professionelle Dinge machen. Und dann gibt es noch ALSA Lib, das ist praktisch die Library, die halt Programme benutzen, um damit, ja, dem ALSA-Stack zu reden. Genau, ein Sync ist praktisch ein Ausgabegerät, also zum Beispiel ein Lautsprecher, ein Kopfhörer, ein Streaming-Endpunkt, also wenn man irgendwie per Bluetooth irgendwo hin streamt oder so, genau, ein Bluetooth-Gerät oder halt ein Aufnahmeprogramm. Also es ist praktisch alles, wo Audio reingeht, also es versinkt. Eine Source ist ein Eingabegerät, also ein Mikrofon, die Line-Inputs, wenn man ein Audio-Interface hat, halt die Inputs und sowas. Wenn man das Gerät als Bluetooth-Receiver verwendet, dann ist praktisch das Bluetooth-Gerät auch eine Quelle, und die Monitor-Ports eines Syncs, die sind auch eine Source sozusagen. Also im Endeffekt, da kommt halt Audio raus, deswegen Quelle, Source. Ja. Dann gibt es noch Monitor und Loopback. Ein Monitor ist ganz einfach, um halt auf einem Sync was abzuhören. Das heißt, jeder Sync hat für die Eingabeports, die er hat, auch Monitor-Ports. Das sind im Endeffekt dann, ist es einfach nur eine Source praktisch. Und Loopback ist praktisch, wenn man einen Sync hat, der dann wieder als Source das Audio irgendwo ausgibt. Ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt ja auch die Monitor-Ports, aber das gibt es auch nochmal extra, dass man dann praktisch irgendwie Programmen vorgaukeln kann, dass das jetzt eine richtige Quelle ist, obwohl es eigentlich ja praktisch ein Loopback-Sync ist. Die Clock, was hat die damit zu tun?
ein Audiogerät hat ja einen Analog-Digital-Wandler oder einen Digital-Analog-Wandler, der das digitale Signal in ein analoges umwandelt und umgekehrt. Und dabei ist halt eine Clock, die eben ja, diese Abtastrate definiert. Und jedes Audiogerät, das man besitzt, hat meistens seine eigene Clock. Das heißt, es ist schon ein Problem, wenn man zum Beispiel zwei USB-Geräte hat, die getrennt sind. Also sagen wir mal, man ist irgendwie Streamer und möchte sein Audio, dass man ins Mikrofon reinspricht, auch auf den Kopfhörern wieder hören, dann hat man das Problem, ja, dass praktisch, man ist ein Streamer, man hat ein Mikrofon und man möchte das Audio auf den Kopfhörern wiedergeben, dann hat man das Problem, dass die Clock von dem Mikrofon und von den Kopfhörern halt auseinander driften können und dann hat man halt allerlei seltsame Artefakte und das möchte man halt eigentlich nicht, also das ist gar nicht so einfach. Ja, dann eben zu dem Beispiel, was ich mitgebracht habe. Ich habe gerne so ein Rhythmusspiel gespielt zu der Zeit, wo ich da umgestiegen bin. Das war dann auch noch irgendwie so Ubuntu 16.04 Zeit, also bevor 18.04 rausgekommen ist. Und ich habe dann ein bisschen gemessen, also die Latency praktisch gemessen von dem Spiel. Es ging praktisch um die Button-to-Sound-Latency bei einem Rhythmusspiel. Und das Problem war dann unter Ubuntu, als ich das mit Lutris ausprobiert habe, das war einfach viel zu hoch. Ich habe dann mal nachgemessen, es waren 110 Millisekunden, damit war das Spiel ziemlich unspielbar und ich konnte da jetzt auch nicht wirklich was mitmachen. Das heißt, ich habe dann immer gedualbootet, bis ich das Problem gelöst habe. Und der Grund war ganz einfach, dass Pulse Audio für das Gerät standardmäßig einen viel zu großen Puffer gewählt hat. Das waren dann eben 5 mal 20 Millisekunden, das sind 100 Millisekunden, dann kommt noch irgendwie drauf, was das Audiogerät macht, was der Input macht, dann ist man eben bei den 110. Da habe ich mir eine Lösung überlegt, was macht man jetzt da? Ich habe erstmal ein bisschen rumprobiert. Man kann praktisch in Pulse Audio gibt es so ein Modul, das erkennt Geräte, wenn man sie einsteckt und leert die dann mit den entsprechenden Settings. Man kann diesen Template, der diese Geräte lädt und initialisiert, verändern, sodass er mit einer niedrigeren Latency geladen wird. Oder man kann das Modul manuell entladen und selber nochmal mit anderen Settings laden. Das habe ich dann mit einem Skript gemacht, dass ich praktisch, wenn ich das spielen wollte, habe ich einfach dieses Skript aufgerufen und das hat sich dann um alles gekümmert. Genau, hier sieht man jetzt praktisch, wie die Module hier, also wie das Modul hier gefunden wird zu dem Gerät. Das ist hier definiert in dem Parameter Card. Oder, ja. Und es wird halt jetzt erstmal entladen und dann wird es mit anderen Settings neu geladen, hier über das PACTL. Das neue Modul wird sich auch gemerkt, weil das brauchen wir später wieder, um das wieder rückgängig zu machen. Da ist erstmal wichtig, dass da Fixed Latency Range Yes steht. Und die anderen Parameter sind vielleicht gar nicht so interessant. Ich habe eigentlich einfach nur das übernommen, was da halt eh schon stand, nachdem das automatisch geladen wurde. Deswegen steht ja auch Module UDEF Detected Discovered. Ich habe damals noch nicht verstanden, was das bedeutet. Genau, aber das eigentlich Wichtige ist, dass die Fragments und die Fragment Size hier so niedrig gesetzt ist. Das ist fast so niedrig, wie es geht. Ich glaube, das Niedrigste, was ich hinbekommen habe, was noch so halbwegs funktioniert hat, war 2 Fragments mit ja, 2 Millisekunden, das sind praktisch immer die Fragment Sizes in Millisekunden. Und das war dann schon spielbar. Also ich habe jetzt da nicht mehr genau nachgemessen, aber es war auf jeden Fall sogar besser als unter Windows dann. Ja, genau, hier sieht man jetzt noch, da wird irgendwas mit Wein gemacht und ich habe eigentlich nur zur Vollständigkeit das Skript da noch mit reingepackt. genau. Und ja, nachdem das Spiel halt dann fertig ist, wird praktisch einfach das Modul mit den da fehlen jetzt einfach die Fragment Size Parameter, dann den Standard und dann hat das auch wieder gepasst. Ja, hat das gut funktioniert? Naja, also es war halt schon so, wenn ich da jetzt noch ein zweites Programm gestartet habe, das auch Video, Audio wiedergegeben hat, dann kamen da sehr schnell irgendwelche Artefakte. Ich konnte auch einfach mal Pech haben und es hat nicht funktioniert und hat sich sehr distorted angehört und ich hatte Buffer Underruns ohne Ende und es war einfach allgemein sehr schrecklich, überhaupt irgendwas mit niedriger Latenz unter Pulse-Audio zu machen. Ich habe ja vorhin was von Jack erwähnt, das hätte ich natürlich auch verwenden können. Das Problem ist nur, es gibt für Wine nicht wirklich einen Treiber, der dann auf Jack ausgibt. Und ja, deswegen war das dann meine einzige Option und generell ist das irgendwie so ein bisschen experimentell gewesen mit dem ganzen Audiokram da mit dem Spiel und so. Das Problem, was wir jetzt halt mit Pulse-Audio dann gehabt haben, war, es hatte halt einen sehr hohen CPU-Load auch, also ich hatte da damals einen i7-4790 und ein Kern war praktisch irgendwie auf 80% allein von Pulse Audio. Auch irgendwie nett. Genau, manchmal hat man auch einfach nichts gemacht und ein Programm gestartet mit den normalen Settings und man hatte auf einmal Distorted Audio. Das mit dem Erkennen von neuen angesteckten Geräten hat irgendwie nicht so ganz zuverlässig funktioniert und
die Lautstärke-Einstellungen hat er sich auch nicht richtig gemerkt. Also witziges Beispiel war, ich hatte da damals von der Schule aus irgendwie einen Teams-Call mit irgendeinem Lehrer und dann haben mich die auf einmal nicht mehr gehört, weil sich irgendwie mein Mikrofon-Audio zurückgesetzt hat. Und ja, das ist einfach irgendwie nicht so toll. Bei Bluetooth war es auch so, dass man zumindest, ich besitze keine Bluetooth-Kopfhörer oder so, aber was ich so gehört habe, dass es eher sehr unzuverlässig war unter Puls-Audio und mit einer hohen Latenz verbunden war, bis zu 200 Millisekunden. Genau, mit TeamSpeak gab es auch viele Probleme. Ich habe so eine Gruppe, mit der ich regelmäßig TeamSpeak benutze und da ist es oft vorgekommen, dass Leute sich irgendwie tiefer angehört haben, als sie eigentlich sein sollten, wegen irgendwelchen Abtastraten-Mismatches oder sowas. Und ich höre schon ein paar Leute lachen, das ist wohl doch irgendwie ein bekannteres Ding. Ja, mein Fazit damals war, Linux Audio kann man nicht trauen. Deswegen habe ich versucht, so gut wie es geht, irgendwie alles mit Hardware zu machen. Also ich habe mir dann irgendwie ein Mischpult gekauft und habe da irgendwie 3 Audiogeräte am Tisch stehen gehabt und im Endeffekt habe ich das dann gemacht, um halt irgendwie so ein bisschen streamen zu können, weil, naja, war halt irgendwie während einer Zeit, wo man so ein bisschen viel zu Hause ist. Und das heißt, ich wollte auch mal ein bisschen Streaming ausprobieren und da macht man das ja normalerweise so, dass man halt das Audio von dem Game, vom Voice-Chat und von dem, was man sonst am Desktop so macht, also Musik oder sowas, irgendwie in getrennten Quellen hat in OBS. Und ja, das zu realisieren geht zwar über Loopback-Sync-Source, wie ich vorhin erwähnt habe, hat aber halt einfach nicht so gut funktioniert, besonders wenn ich dann auch gleichzeitig noch das eine Spiel, von dem ich gerade erzählt habe, spielen wollte. Das war halt dann schon an der Grenze von dem Machbaren, was Puls Audio konnte und ist auch immer wieder abgestürzt und hat Probleme gemacht. Und ja, also deswegen habe ich mich dann eben für die Hardware-Lösung entschieden. Genau so hat das dann ausgesehen. Ich hatte praktisch den Mixer auf meinem Desktop irgendwo stehen und also der Mixer hatte ein USB-Audio-Interface, das war mit dem Computer verbunden. Dann hatte ich da noch ein Audio-Interface stehen, das über das Mischpult direkt mit dem Mikrofon verbunden war. Und der Mixer, der war auch irgendwie mit dem Audio-Interface verbunden und ich hatte noch so ein DAC-Amp-Kombo-Ding darum stehen, wo ich meine Kopfhörer dran angeschlossen hatte. Und das habe ich halt benutzt, wenn ich den Rest irgendwie nicht gebraucht habe, aber ansonsten sind die Kopfhörer am Mischpult gesteckt und außerdem waren an dem Mischpult dann auch noch Lautsprecher angeschlossen. Also es war schon irgendwie ein riesiger Kabelsalat da an dem Tisch und ich habe noch ein Foto von damals, so hat es dann ausgesehen. Hier sieht man praktisch den Mixer und ich habe es irgendwie ganz gut geschafft, die Kabel alle so gut wie es geht zu verstecken, aber es war halt trotzdem irgendwie nicht so ideal und hat auch sehr viel Platz weggenommen. Aber hey, Mischpulte sind toll und alles selber regeln zu können an Drehreglern, das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Genau, da steht dieses DAC-Amp-Combo-Ding und da hinten sieht man das Interface nicht. Das habe ich irgendwo da hinten versteckt, da musste ich nicht so oft dran. Ja, wie hätte man das jetzt besser machen können? Also, Pipewire kombiniert halt eben ziemlich bewährte Konzepte von Jack und Pulse Audio. Von Jack eben einmal den Graphen und wie da halt Audio Processing gehandelt wird und von Pulse Audio halt diese Desktop-Umgebungsgeschichten, die man halt unter Jack Audio jetzt nicht so kannte. Jack Audio war halt eigentlich auch eher so ein Ding, das setzt man auf, das startet man und dann macht man seine DAW auf und wenn man wieder fertig ist, macht man das auch wieder zu. Man konnte das schon irgendwie verbinden mit Pulse Audio, hat dann aber wieder gucken müssen, dass man mit der Latency keine Probleme bekommt und insgesamt war das halt irgendwie nicht wirklich kombinierbar, so Pro Audio und Consumer Audio in Anführungszeichen unter Linux. Genau. Pipewire hat sich dann daran gesetzt und gesagt, wir machen das jetzt besser und hat auch die Interfaces zu Pulse Audio und Jack neu implementiert, einmal als Pipewire Pulse und als Pipewire Jack. Und LibAlsa gibt es auch neu implementiert, das heißt, es können praktisch auch Programme, die nur mit Alsa umgehen können, mit Pipewire reden, eben über halt Pipewire Alsa. Das ist dann praktisch eine andere User Space Implementierung von LibAlsa. Und genau, außerdem hat Pipewire Filtergraphs und da kommen wir gleich zu. Dann jetzt erstmal ein paar Konzepte, was Pipewire tatsächlich anders macht. Bei den Syncs ist es jetzt so, dass auch Clients, die Ton abspielen, die Ton aufnehmen, sorry, dass auch Clients, also Programme, die Ton aufnehmen, irgendwie ein Sync sind. Das heißt, man konnte halt auch steuern, praktisch, dass das von anderen Programmen aus aufnimmt und sowas. Und bei Source ist es auch so, dass die Clients, die den Ton abspielen, praktisch auch eine Source sind. Also vorher bei Pulse Audio war es halt so, dass man praktisch gesagt hat, die Geräte, die das wiedergeben, die sind Sync und Source. Und bei Pipewire ist es jetzt so, es gibt praktisch sogenannte Nodes. Und die Nodes haben dann halt immer Input- und Output-Ports. Aber da komme ich gleich noch dazu. Und das ist dann halt in einem Graphen verbunden.
Und genau, also ich werde dann halt noch genau auf die Nodes, die Graphen und die Quants eingehen. Genau, was sind Quants? Das ist praktisch die Taktrate vom Pipewire-Server. Also im Endeffekt wird dadurch halt festgelegt, was die Puffergröße ist in dem gesamten Graphen über ein oder mehrere Geräte hinweg. Das ist der entscheidende Punkt über die Latenz. Und es ist halt im Endeffekt diese Beschreibung hier ist praktisch, wie viele Samples aus der Abtastrate sind in dem Puffer drin. Und wenn man das hier jetzt ausrechnet, dann bekommt man ungefähr 22 Millisekunden raus. In der Realität, wenn man irgendwas mit Low Latency Audio macht, benutzt man irgendwie so 128 aus 48.000 und ja, das ist dann irgendwie so 5 Millisekunden oder so. Das ist schon relativ gut. Genau, und eigentlich unter Pipewire ist immer das Ding, wenn man irgendwelche Probleme hat, wenn man irgendwelche Audio-Glitches hat, einfach gucken, dass man die Puffergröße erhöht und das löst meistens das Problem, zumindest meiner Erfahrung nach. Genau, Nodes sind praktisch ein kleines Programm, das mit Pipewire irgendwie interagiert. Das kann sein ein Programm, ein Gerät, das als Modul geladen wird, ein VST-Plugin oder halt so ein Loopback. Genau, ein Node hat, wie vorhin schon erwähnt, Input- und Output-Ports und außerdem halt noch so eine Liste an Eigenschaften, mit denen genauer definiert ist, was das ist. Damit halt, es gibt manche Programme, die möchten zum Beispiel keine Loopback-Syncs erkennen und wenn man ihnen dann sagt, ich bin aber ein Eingabegerät, dann erkennen die das trotzdem. Mir fällt jetzt da kein Beispiel mehr ein, aber ich glaube, Teams war da ziemlich böse, was das angeht. Ich bin froh, dass ich kein Teams mehr brauche. Genau, also hier sieht man jetzt praktisch das Programm, was hier offen ist, ist Helvum. Und hier sieht man praktisch die einzelnen Nodes, die haben immer die Input-Ports und Output-Ports. Manche haben auch nur Output-Ports, wie jetzt die Programme hier oder die Loopback-Sachen. Das Einzige, was hier ein Loopback ist, ist im Endeffekt das Game hier. Und genau, man sieht halt praktisch, da hat man die Input-Ports und da kommt das dann wieder raus und das landet alles auf meinen Kopfhörern hier. Ja, dann Pipewire hat einen sehr viel besseren Session-Manager. Da gibt es zwei Implementierungen aktuell. Das eine ist Wireplumber und das andere ist Pipewire Media Session. Pipewire Media Session ist allerdings deprecated, das würde ich nicht mehr verwenden. Wenn man unter Arch Linux das installiert, also Pipewire ohne anzugeben, welchen Session-Manager man will, dann wird man immer noch gefragt, welches von den beiden und Wireplumber ist auch die Standardauswahl, also das würde ich empfehlen, wenn noch irgendjemand Pipewire Media Session verwendet, wechselt bitte zu Wireplumber. Was ist die Aufgabe von dem Session Manager? Der merkt sich im Endeffekt die Lautstärke von den Geräten, die man halt angeschlossen hat und kümmert sich darum, wenn neue Geräte erkannt werden, dass die halt dann auch hinzugefügt werden als Node, zum Beispiel wenn man was per USB anschließt oder wenn man ein Bluetooth-Gerät verbindet. Und kümmert sich auch darum, die Geräte zu verwalten. Also es gibt ja auch Profile, wo man dann irgendwie, wenn man jetzt so eine integrierte Soundeinheit hat auf seinem Mainboard und man hat nur drei Ports, dann kann man manchmal steuern, ob man die irgendwie als Dolby Surround Output verwenden will, also 6 Kanäle, oder ob man 2 davon als Output verwenden will und einen als Input, ob das ein Mikrofon sein soll und was weiß ich. Und das kann man eben alles, ich nutze dafür immer noch Pavo Control, obwohl es halt ein Pulse-Audio-Ding ist, weil das halt einfach ein sehr intuitives Interface dafür bietet. Genau, unter Pulse Audio war das halt so, das war einfach ein Modul, das geladen wurde, das sich darum gekümmert hat. Und für Pipewire ist es jetzt ein extra Daemon, der auch gestartet werden muss. Aber normalerweise kümmert sich Pipewire dann auch darum, den selber zu starten. Ja, genau, was kann man jetzt damit machen? Also wie vorhin schon erwähnt, Pipewire implementiert ja Interfaces für ALSA und Jack. Das bedeutet, es ist jetzt zum ersten Mal so, dass Jack-Clients und Pulse-Audio-Clients miteinander interagieren können. Das bedeutet, man kann halt einen Plugin-Host aufmachen und da drin irgendwelche Plugins laden, die man dann wieder mit Programmen verbinden kann, die sich halt als Pulse-Audio-Clients am Pipewire-Server gemeldet haben. Und ja, ich werde eben auf ein Gate-Kompressor, einen parametrischen EQ, einen Limiter und das Crossover eingehen, jetzt dann gleich. Und die alle im Detail erklären und ich habe praktisch die Linux Studio Plugins dafür verwendet. Das ist einfach eine Ansammlung an vielen hilfreichen Plugins und ich finde, da ist eigentlich alles drin, was man für eine DAW braucht. Ist jetzt nicht unbedingt das intuitivste Interface an denen, aber es ist auf jeden Fall alles vorhanden, was man irgendwie brauchen könnte im Audioumfeld. Und ja, was für Probleme kann man damit lösen? Also Vorlesungsvideo hat schlechtes Audio, okay, dann lade ich mir halt irgendwie einen Equalizer oder einen Kompressor und fix das. Die Zoom-Vorlesung ist irgendwie, der Dozent klippt und alles hört sich kacke an, okay, dann nehme ich halt so ein bisschen Höhen raus, kein Problem. Man hört sich einen Stream an, wo das Audio schlecht eingestellt ist, kann man auch damit fixen. Und ja, das
war halt dann, wie ich mich damit im Endeffekt ausgetobt habe. Als ich damit angefangen habe, war das aber auch noch so, dass Pipewire sich dann öfter mal selber abgeschossen hat oder irgendwie die Plugins abgestürzt sind oder was weiß ich. Genau. Ich habe dafür eben meistens Kala verwendet. Das ist ein Jack-Plugin-Host, also wirklich reine Jack-Basis. Und damit kann man halt eben VST2, 3 oder LV2-Plugins laden. Die Session, die man da dann erstellt, wird in der XML-Datei abgespeichert. Da stehen dann praktisch die Settings drin, was man da alles eingestellt hat an den Plugins. Und da steht auch drin, wie die untereinander verbunden sind und sowas. Also da kann man schon sehr viel machen und halt eben diese LSP-Plugins live ausprobieren. Und ich habe mir dann halt überlegt, ja, kann ich damit mein Streaming, also mein Audio für das Streaming verbessern? Und die Antwort ist ja. Das hat dann so ausgesehen. Genau, okay, ich gehe erstmal auf die Plugins ein. ja, fangen wir mal an damit, was ein Gate ist. Ein Gate ist im Endeffekt das hat halt einen Audio-Input und einen Audio-Output und macht halt nur auf, wenn ein bestimmter Pegel erreicht ist. Das heißt, damit kann man irgendwie Grundrauschen wegfiltern. Man stellt praktisch den Pegel ein, das ist der Threshold, den habe ich jetzt hier gar nicht aufgeführt. Und eine Attack-Time, das ist praktisch, wie lange gewartet wird, bis der dann aufmacht. Und eine Release-Zeit, das ist praktisch, wann er dann wieder zumacht. Und wie viel dB der absenkt. Also es ist praktisch so, wenn dieser Pegel nicht erreicht wird, dann senkt er eben das Audio einfach um einige Dezibel ab, sodass man halt nichts mehr hört. Damit kann man halt Rauschen rausfiltern oder irgendwelche Störgeräusche oder so. Genau, so sieht das dann aus. Man hat hier praktisch die Attack- und Release-Zeiten. Hier kann man die Reduction einstellen und hier den Threshold. Und da kann man auch noch ein paar andere Sachen steuern und hat hier diese, wie hart der quasi arbeitet, kann man da steuern in den LSP-Plugins. Genau. Ja, was ist ein Kompressor? Das ist eben ein Gerät, das regelt die Lautstärke basierend auf Lautstärke. Und ich habe da mal eine sehr tolle Erklärung aufgefasst. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich das aufgeschnappt habe, aber ich möchte die mit euch teilen, weil ich die einfach so lustig fand. Also man stelle sich vor, man sitzt in einem Raum drin und hört laut Musik und die Mutter klopft draußen und man soll leiser machen. Dann ist praktisch der Threshold die Lautstärke, die man erreichen muss, bis die Mutter anfängt zu klopfen. Die Attack-Time ist, wie lange die Mutter draußen wartet, bevor sie anfängt zu klopfen. Die Release-Zeit ist, wie lange man selber dann wieder wartet, bis man wieder nach oben dreht, wenn die Mutter aufgehört hat zu klopfen. Das Ratio ist praktisch, wie weit mache ich leiser. Also man könnte auch sagen, wie laut die Mutter klopft, desto leiser mache ich. Und der Make-up-Gain ist praktisch, wenn man so einen Kompressor verwendet, dann macht er ja insgesamt das Audio leiser und das muss man irgendwie wieder zurückgewinnen. Und deswegen gibt es den Make-up-Gain. Es ist im Endeffekt einfach nochmal ein Verstärker nach dem Kompressor, der das halt, das, was man an Lautstärke verliert, wiederherstellt. Genau, vielleicht noch so ein paar Noten zum Kompressor. Also einmal, es gibt noch die Möglichkeit, den im Sidechain-Modus zu betreiben. Das ist dann praktisch nicht, dass die Audioquelle, die man da eingibt, auch die Lautstärke steuert, sondern man steuert das dann von woanders her. Damit kann man zum Beispiel, für Streaming ist es auch sehr interessant, irgendwie das Audio von dem Spiel absenken, wenn man anfängt zu sprechen oder den Voice-Chat leiser machen, wenn man selber spricht oder sowas. Da gibt es in OBS auch, also der Kompressor in OBS kann das auch, damit kann man das direkt in OBS machen. Genau, und eigentlich ist ein Gate nur ein umgedrehter Kompressor und es hat also auch einen Threshold, eine Attack-Time, eine Release-Time und macht halt eben leiser anstatt, also er macht halt eben lauter anstatt leiser, wenn praktisch der Threshold erreicht wird. Ja, und im Endeffekt ist halt alles ein Kompressor, wenn es irgendwie Dynamik bearbeitet und was mit Lautstärke macht. Genau, so sieht es dann aus. Man hat praktisch hier den Modus, jetzt in dem Fall ist es halt ein Downward-Kompressor. Und da kann man dann die Ratio einstellen, so für Stimmen sagt man ungefähr zwischen 2 und 3:1, passt ganz gut. Genau, dann hat man hier den Attack-Threshold und es gibt auch noch einen Release-Threshold, das ist praktisch die Lautstärke, die erreicht werden muss, damit er wieder leiser macht, damit er wieder lauter macht, andersrum. Genau. Und ich finde das Tolle halt an den LSP-Plugins, da sieht man hier auch, was man eingestellt hat an diesen Graphen und man sieht auch im zeitlichen, hier jetzt nicht, weil es ein Screenshot ist von einem Plugin, der gerade nichts macht, aber man sieht dann praktisch auch im zeitlichen Verlauf, was da genau passiert und insgesamt ist es halt schon sehr intuitiv auch zu verstehen, was da genau passiert, wenn man was verändert an den Parametern. Und das hat halt schon geholfen, auch das gut zu verstehen. Genau. Was man dann eben noch verwenden kann, ist ein parametrischer Equalizer.
Man kennt es vielleicht irgendwie vom Smartphone, dass man den Klang so ein bisschen steuern kann von seinen Kopfhörern oder in der Musik-App, die man verwendet. Und da hat man dann ja irgendwie so Slider, mit denen man bestimmte Frequenzen einstellen kann. Das ist dann eben ein grafischer Equalizer. Ein parametrischer Equalizer ist so ähnlich. Der hat auch Bände. Das sind praktisch die Frequenzen, die man einstellen kann. Allerdings kann man halt pro Band noch viel mehr Dinge tun. Also man kann auf der einen Seite natürlich auch wieder die Frequenz einstellen. Es gibt aber unterschiedliche Formen, die man machen kann. Das sieht man gleich besser, wenn ich das Bild herzeige. Man kann dann halt eben pro Kanal auch einen Gain einstellen. Und das Interessante am parametrischen Equalizer ist auch, dass man die Bandbreite einstellen kann. Also man kann einstellen, wie viel von dem Signal beeinflusst jetzt dieser eine Regler. Genau, für Stimmen sind diese Frequenzen interessant. Also unter 80 Hertz spricht man davon, dass man da nicht wirklich viele sinnvolle Informationen hat. Also das sind eher so Dinge wie, ich komme an mein Mikrofon ran oder die Autos, die vor der Tür vorbeifahren. Das möchte man ja eigentlich nicht in seinem Audiosignal drin haben, wenn man eine Stimme aufnimmt. Ja, deswegen filtert man das normalerweise eben mit einem High-Pass-Filter raus. Dann zwischen 100 und 200 Hertz, da ist so die meiste Wärme von der Stimme. Und da schaut man halt, dass man da ein bisschen was anhebt. Meistens hört sich das gut an, in manchen Fällen auch nicht. Wenn man Shure SM7B verwendet, muss man da vielleicht auch gegensteuern, weil das ist ziemlich bassig und das macht auch die Wärme von dem Mikrofon aus. Praktisch das Podcast-Mikro schlechthin. Genau, zwischen 300 und 500 Hertz ist das eher so ein bisschen das Muffelige und man kann mal gucken, ob man da irgendwas rausfiltern kann, wenn sich das so ein bisschen muffelig anhört. Das hilft meistens auch ganz viel. Zwischen 1000 und 2000 Hertz befinden sich die Nasenfrequenzen. Die sind extrem unangenehm, sind allerdings schwierig zu finden. Also wenn ich mir jetzt die Nase zuhalte und rede, dann sind das die Nasenfrequenzen. Und wenn man die rausnimmt aus einem normalen Audio, dann hört sich das halt nochmal deutlich klarer an. Das stört eigentlich eher. Oberhalb von 2000 Hertz befindet sich dann die Präsenz von der Stimme oder auch die Klarheit oder halt sowas wie S und T. Und wenn man das anhebt, erreicht man halt so ein bisschen, dass man die Stimme über den Hintergrund abhebt. Aber damit muss man auch aufpassen. Das kann schnell dazu führen, dass sich das unangenehm anhört. Genau, so schaut es praktisch aus. Da habe ich für eine Bekannte praktisch deren Audio eingestellt und mal halt so ein bisschen rumprobiert, live im Stream, wie sich das anhört, wenn ich da was verändere. Und im Endeffekt habe ich halt hier eben, ich fange auch mal von unten an, ich habe da praktisch einen High-Pass-Filter reingemacht. Hier sieht man auch immer, welchen Filter man da praktisch auswählen kann. Da gibt es auch mehrere. Bell ist praktisch, wie man das vom grafischen Equalizer kennt, einfach nur eine Frequenz, die dann in der Mitte angehoben wird. Und es gibt dann auch noch einen High Shelf, das ist praktisch, dass man alles ab dieser Frequenz anhebt auf eine bestimmte Höhe. Und ja, damit kann man halt schon relativ viel erreichen. Generell kann man sagen, wenn man irgendwelche Dinge rausnimmt aus dem Audio, dann sollte man das immer mit einer ziemlich kleinen Q machen. Also das Lustige ist, der Parameter Q ist nicht wirklich standardisiert. Also wenn man jetzt zwei Kompressor hat und man stellt da die gleiche Frequenz, den gleichen Gain und den gleichen Filter ein und das gleiche Q, dann kann man nicht davon ausgehen, dass sie das gleiche Signal erzeugen, wenn man den gleichen Input gibt, weil das Q halt eben so ein Ding ist, das nicht standardisiert ist. Da muss man einfach gucken, wie sich das anhört oder wie das eben dann grafisch aussieht, wenn man das macht. Und genau, also wenn man was rausnimmt, halt immer so, ja, surgically immer so ein bisschen rausschneiden, ganz kleines Q, und wenn man was dazu gibt, dann immer so ein bisschen breiteres Frequenzband verwenden. Ja, ein Limiter ist im Endeffekt nur ein starker Kompressor. Der macht das Gleiche wie ein Kompressor und sorgt halt dafür, dass ein bestimmter Threshold nicht überschritten wird. Also wenn das lauter wird als die 0 dB, die hier eingestellt sind, dann steuert er ganz stark entgegen und guckt, dass er das niemals überschreitet. Ja, beim Voice Processing verwendet man das Gate dafür, dass man die Tastaturgeräusche zum Beispiel rausfiltern kann. Also wenn jetzt jemand tippt oder so, dann ist es ein kleines bisschen leiser als das, was man redet, dann kann man das rausfiltern. Wichtig dabei ist auch, dass man, wenn man irgendwie ein Mikrofon platziert, das eine Nierencharakteristik hat, das nicht hinter die Tastatur zu packen, weil dann nimmt es halt die Tastatur und die Geräusche, also und das, was man redet, auf. Und wenn man das zwischen die Tastatur und seinen Mund packt, dann nimmt es halt weniger von der Tastatur auf. Das sind auch schon mal so wichtige Tipps, wenn man irgendwie professionell was mit Audio machen möchte. Genau, den Kompressor benutzt man, um immer eine ähnliche Lautstärke zu haben, wenn man redet. Also ja, wenn man halt anfängt zu schreien, dann möchte man ja nicht, dass man seinen Zuhörern auf einmal die Ohren weghaut, sondern dass es schon noch irgendwie halbwegs gleich laut ist, wie wenn man jetzt in seiner normalen Lautstärke redet. Mit dem Equalizer habe ich ja gerade schon erwähnt, was man damit an der Stimme so machen kann. Und damit filtert man halt eher primär unangenehme Frequenzen raus. Man kann erreichen, dass man ein bisschen mehr Präsenz bekommt und man kann halt damit irgendwie einen High-Pass-Filter machen, dass man so ungewollte tiefe Töne wie von den Autos, die vor der Tür entlangfahren, rausfiltert. Und der Limiter ist dann halt nochmal so ein Backup, einfach
falls man wirklich irgendwo klippt und viel zu laut ist, dass der das nochmal abfängt. Oder wenn man halt irgendwie das Mikrofon aussteckt, da entsteht ja so ein lauter Pop-Sound. Oder wenn irgendwie das Kabel kaputt geht oder irgendwas schief läuft. Und so, das halt eben dafür, dann ist das eben dafür da, die Zuhörer davor zu schützen, dass halt ja, sie einen Hörschaden bekommen sozusagen. Genau, das dann alles hintereinander verbunden sieht eben in Kala so aus. Da hat man, also das ist praktisch das Interface, das ich verwende. Und an den ersten Input hatte ich mein Mikrofon angeschlossen. Das geht in das Gate rein, das geht aus dem Gate in den Kompressor, in den parametrischen EQ und dann in den Limiter rein. Und ich habe es dann praktisch einfach wieder auf die beiden Outputs getan, wo meine Kopfhörer dranhängen, um halt eben zu hören, was da passiert. Ja, und damit, und jetzt haben wir das halt eben in Kala drin und die Frage ist, wie schaffen wir das jetzt, dass andere Programme das auch verwenden können? Weil so ist jetzt klar, ich kann den Output irgendwie an ein Programm ranpatchen, das einen Input hat. Da habe ich jetzt hier leider keins im Bild, aber das könnte ich natürlich machen. Das würden aber dann Pulse Audio Clients nicht verstehen. Und außerdem müsste man das halt für jedes Programm manuell machen oder wenn sich das Programm schließt, müsste man das wieder machen. Und es gibt halt nicht wirklich einen Automatismus, der sich jetzt darum kümmert, diese Links selber zu bauen. Man kann das mit einem Skript machen, klar, aber das ist alles ein bisschen unpraktisch. Deswegen hat dafür Pipewire auch eine Lösung. Man kann all diese Plugins einfach in einem Modul Filter Chain Modul laden. Wenn man sich jetzt das praktisch mal anguckt, hat man hier die einzelnen, also erstmal man gibt dem Node einen Namen sozusagen und dann lädt man hier praktisch die LV2 Plugins, so wie man sie in Kala auch eingeladen hat. Und man gibt dem Ding dann auch einen Namen. Man setzt den Plugin-URL fest. Das ist so ein LV2-spezifisches Ding, was man da dann machen muss. Genau, und hier sieht man jetzt eben, ich habe hier den Kompressor, den Limiter, das Gate und den parametrischen EQ. Die sind nicht in der richtigen Reihenfolge, aber die richtige Reihenfolge erreicht man dann halt, indem man die hier zusammenlinkt. Und da muss man halt noch festlegen, ich habe da ja einen, für den Filtergraph praktisch einen Input und einen Output. Wo geht jetzt das genau rein und was ist praktisch das Signal, wo das herkommt? Und ja, dann habe ich jetzt im Endeffekt damit halt erreicht, es gibt jetzt praktisch einen Plugin, der sitzt um diese Dinger hier drumherum und lässt es erscheinen, wie halt eben dieses eine Node hier. Also hier ist es gerade auch noch geladen, das Mic Process, wie ich das genannt habe. Und das können jetzt halt Programme sehen als Eingabegerät und alles, was hier drin passiert, ist jetzt irgendwie abgespeichert in diesen, ja, in diesen Graphen. Deswegen heißt es halt Filtergraph, weil man verbindet das halt auch in den Graphen. Ja, das hier sind die Eigenschaften, von denen ich vorhin noch geredet habe. Also da kann man dann eben praktisch auch noch einen Namen vergeben. So. Und man kann vor allem festlegen, an welchen Node das angeschlossen wird, das Plugin. Also praktisch hier steht der Name drin von dem Interface und hier steht der Kanal, an den das angeschlossen wird. Genau, und diese Property ist auch noch wichtig, sonst würde er das ignorieren und einfach halt alle vier Kanäle zusammenmixen. Und wenn man jetzt an dem einen Port eine Gitarre und an dem anderen Port ein Mikrofon angeschlossen hat, ist das irgendwie auch nicht, was man möchte. Genau. Ja, noch ein kleiner Ausflug zu den LV2-Plugins. Also wie sieht denn jetzt das eigentlich aus, wenn man das patcht? LV2-Plugins haben immer Input-Ports, Output-Ports und Control-Ports. Und ich habe hier einfach mal irgendwie den Output von dem Kompressor gepostet. Dann sieht man halt hier, der hat irgendwie erstmal den Audio-Port, praktisch den Input-Port. Und das ist dann auch, wie ich das hier benannt habe. Genau, hier ist das mit dem LSP-Gate Mono-In verbunden. Und ja, dann gibt es halt eben die einzelnen Regler, die man hier hat. Irgendwo ist sicherlich auch der Threshold. Und dann hat man halt hier eben die Einstellungen und kann sehen, was dieser Plugin für Ports hat und welche Dinge man steuern will. Und das ist eben, was man dann hier in Control reinschreibt. Also hier stehen dann praktisch die Parameter für den Plugin. Und wie man die bekommt, ist ein bisschen kompliziert, weil naja, also man müsste sie halt von Hand da hinschreiben. Das habe ich aber nicht gemacht. Also ich habe es am Anfang so probiert. Das Problem ist aber, dass die halt als irgendwelche Werte abgespeichert werden, die man also nicht als Dezibelwert oder so, sondern als irgendwelche Zahlen, die man jetzt halt vielleicht sich nicht aus den Fingern saugen kann und damit rum zu experimentieren, ja, war halt dann eher so auf gut Glück und hat eigentlich keine reproduzierbaren Ergebnisse geliefert. Deswegen habe ich mir dann Lösungen für überlegt. Und diese Lösung ist im Endeffekt ein kleines Python-Skript, was diese Kala-Projektdatei einliest
und daraus die Konfiguration für diese lib-pipewire-module-filter-chain-Syntax generiert. Also das liest im Endeffekt halt für jeden Plugin die Eigenschaften ein und schreibt halt dann für jeden Parameter von dem Plugin die entsprechenden Sachen hin, so wie sie dann halt da stehen würden. Und das ist halt eine recht einfache Syntax. Und deswegen war das auch kein Problem, das mit Python da schnell umzusetzen. Genau, die Datei findet ihr auf meinem GitHub, weil das ist schon irgendwie sehr nützlich. Ja, genau, also ich habe dann ziemlich viel Zeug von meinem Schreibtisch verbannen können, nachdem das funktioniert hat. Im Endeffekt stand dann nur noch das Interface da, an das das Mikrofon angeschlossen war und halt mein DeckAmp-Combo-Ding für die Kopfhörer. Und das war schon mal gut, waren nur noch zwei Geräte da. Irgendwann ist dann das Teil hier kaputt gegangen, war zu dem Zeitpunkt auch schon einige Jahre alt. Und ich habe dann auch die Lautsprecher von meinem Schreibtisch verbannt und mir ein neues Interface gekauft. Und jetzt sieht es halt wirklich nur noch so aus. Die meiste Zeit ist das allerdings im Wohnzimmer und warum, das werde ich gleich noch erzählen. Genau, und jetzt sieht es halt echt nur noch so aus. Da steht halt das kleine Interface und alles läuft nur noch da drüber. Und ich habe ganz viel Platz am Schreibtisch. Das ist wichtig. Ja, was ich auch vorhin nicht erwähnt habe, ist, es ist sehr wichtig, das Signal richtig einzupegeln, das man fürs Mikrofon verwendet. Also ein Interface hat ja einen Gain-Regler, wo man einstellen kann, wie laut man ist. Damit sollte man vorsichtig umgehen. Man möchte nicht übersteuern, das heißt, man sollte das nicht zu laut aufdrehen. Also wenn man praktisch eh schon im gelben Bereich ist, wenn man normal laut redet und man fängt dann an zu schreien, dann kann man sich sicher sein, dass man übersteuert. Das möchte man nicht. Man möchte aber auch nicht im Grundrauschen versinken. Und da irgendwie so das Zwischending zu finden, ist gar nicht so einfach. Ich würde einfach sagen, wenn man normal laut redet und bei minus 20 dB ist, ist man meistens auf der sicheren Seite. Das Problem ist halt, wenn man da klippt, kann man es auch danach nicht mehr fixen. Da kann eigentlich nur noch ein Limiter gegenarbeiten, aber es hört sich halt so oder so einfach sehr unangenehm an und das möchte man eher vermeiden. Genau, das mit dem Grundrauschen ist heutzutage eigentlich eher weniger das Problem. Wenn man ein ordentliches Interface besitzt, dann hat man da nicht so viel Grundrauschen. Da kann man auch bei minus 30 dB das einpegeln und hat dann noch viel mehr Headroom sozusagen für die Lautstärke, die man erreichen kann. Also man kann seinen Chat richtig anschreien oder seine Teamkollegen im Voice-Chat richtig anschreien und hat kein Problem. Ja, genau. Kommen wir zu dem Heimkino-Setup. Bei dem Heimkino-Setup ist es so, ich habe vor einigen Jahren einen PA-Tieftöner geschenkt bekommen von meinem Onkel. Das ist allerdings eher so ein Kick-Bass gewesen und der war jetzt nicht unbedingt darauf ausgelegt, praktisch als eigenständiger Subwoofer verwendet zu werden. Und deswegen brauchte der dringend einen Low-Pass. Der hatte zwar einen eingebauten, der war allerdings bei 200 Hertz mit einem 6 dB Slope. Und ja, den hat man halt sehr deutlich im Raum wahrgenommen. Das hat eigentlich eher gestört, als dass es irgendwas genützt hat. Ich habe dann irgendwie übers Mischpult, über einen FX-Kanal das so gepatcht, dass man praktisch nur den Bassanteil auf dem Ding gehört hat. Das war aber eigentlich gar keine so gute Lösung und hat im Endeffekt nur für ganz viel Kabel gesorgt. Aber ich habe das tatsächlich ein paar Monate so gemacht, bis ich dann mir eben mal überlegt habe, kann ich das nicht auch irgendwie mit Pipewire machen? Die ersten digitalen Versuche waren dann praktisch, ich habe in dieser Filterchain einen Mix erstellt, der links und rechts zusammengemixt hat und dann einen Low-Pass drüber gegeben hat, sodass man halt auf dem Subwoofer nur noch die tieferen Geräusche gehört hat. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber hat halt zu vielen Phasenproblemen geführt und hat sich auch nicht so toll angehört und so wirklich viel Kontrolle hatte ich da jetzt auch nicht drüber. Also genau da. Das sind so eingebaute Module, die Pipewire praktisch hat für diese Filterchain, dass wenn man zwei Plugins bedient oder den Output und ein Plugin oder so, da muss man das Copy-Node benutzen und dann gehen eben praktisch der linke Kanal und der rechte Kanal in so einen Mix, in den Low-Pass und halt hier dann raus. Ich hatte dann an dem linken und rechten Kanal einen Verstärker angeschlossen und das Subkanal, das war praktisch, ich hatte mir da so eine Soundkarte zugelegt, die einen digitalen Input hatte und die hatte halt dann auch irgendwie 6 Ausgangskanäle und an einem davon hing halt der Subwoofer. Und das war dann eben tatsächlich mit irgendwie 3,5 mm Klinkensteckern in den Computer rein und auf der anderen Seite halt den Subwoofer. Hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber wie gesagt, es gab halt ein paar Phasenprobleme. Aber es hatte einen schönen Vorteil, wenn ich jetzt den Subwoofer ausgeschalten habe, war halt alles praktisch wie unberührt. Also ich habe halt immer noch alles auf den Top-Lautsprechern gehört und das hat sich wunderbar angehört. Und wenn ich dann halt ein bisschen mehr Bass haben wollte, habe ich das Ding eingeschalten. Ja, also es gibt eigentlich nur zwei Soundkarten auf dem Markt, die tatsächlich einen Toshlink-Input haben oder die erschwinglich sind, die einen Toshlink-Input haben.
Das eine ist irgendwie von Creative, so eine Soundblaster-Karte, die ich mir dann gebraucht irgendwo geholt habe. Und das andere ist auch irgendwie eine Karte mit einem ähnlichen Chipsatz, die von irgendeinem anderen Hersteller ist. Und das ist irgendwie, was es so gibt, wenn man an einem Computer einen Toshlik-Input will und nicht 700 Euro ausgeben will. Weil es gibt natürlich Interfaces aus dem Pro-Audio-Bereich, die solche Inputs haben. Aber ich habe halt keine 700 Euro, um mir so ein Ding zu leisten. Die Idee war eigentlich auch, dass ich mir damit die Kosten für einen AV-Receiver sparen kann. Weil wenn der Computer das Audio übernimmt, dann brauche ich keinen AV-Receiver mehr. Dann kann ich irgendwie YouTube oder Netflix oder was auch immer man dann halt anschaut, am Fernseher aufmachen. Und das Audio davon geht in den PC rein und dann halt über die Lautsprecher raus. Ja, ich habe dann eben mich ein bisschen mit einem Kumpel unterhalten und der hat mir dann erklärt, wie das eigentlich richtig funktioniert. Man verwendet fürs Trennen ein Crossover und ich habe dann praktisch ein Crossover in diese Chain mit eingebaut und dann noch einen Equalizer davor gepackt und ein bisschen eingestellt und mit der Expertise von dem Kumpel eben halt das so eingestellt, dass es sich einigermaßen gut angehört hat. Ja, ich habe auch noch einen Low Shelf für den Bass rein gemacht, weil ich hatte da halt sehr viel Headroom. Das Ding ist halt nicht für ein Wohnzimmer konzipiert, also konnte man da halt schon noch gut draufgeben. Und ja, genau, so hat es dann im Endeffekt ausgesehen. Die Lautsprecher sind auch neu, die habe ich mir dann auch irgendwann später gekauft. Und das ist jetzt praktisch standardmäßig mein Interface im Wohnzimmer und kümmert sich praktisch um halt die drei Lautsprecher, die das sind. Genau, und am HTPC, an dem Computer, der da halt jetzt steht, läuft praktisch der parametrische EQ, der sich halt eben um den Klang kümmert und so ein bisschen Bass dazu macht und so ein bisschen die Höhen boostet. Nur so ein bisschen. Und danach kommt dann eben ein Stereo-Crossover und die Idee davon ist praktisch, dass man nicht nur einen Low-Pass-Filter hat, der die tiefen Töne zum Subwoofer schickt, sondern auch einen High-Pass-Filter, der praktisch die Töne, die der Subwoofer besser wiedergeben kann, auch nicht zu den Top-Lautsprechern schickt. Weil warum soll ich ein 20-Hertz-Signal oder so auf die Top-Lautsprecher schicken? Die können das eh nicht wiedergeben, das kostet die nur Kraft. Das braucht es gar nicht, deswegen ist das eigentlich schon eine sehr gute Idee, das zu verwenden. Genau, so sieht das jetzt daheim aus. Ich habe praktisch diese Soundblaster-Karte, die den digitalen Input hat. Das geht dann in dieses Crossover rein, also in diese Filterchain. Und da kommen halt vier Kanäle raus und die sind eben mit dem Interface wieder verbunden. Und diese Verbindung hier von der Soundblaster-Karte zu dem Input hier, das macht ein Skript, das ich dann irgendwie mit Systemd so hingebogen habe, dass es immer dann startet, wenn Pipewire neu gestartet wird. Und das patcht dann praktisch immer diese beiden Kanäle durch, sodass man halt, was am Fernseher passiert, dann auch auf den Lautsprechern hört und nicht nur, was am Computer passiert. Genau, das Crossover ganz einfach bei 120 Hertz eingestellt, hat sich tatsächlich am besten angehört so und ja, hat auch funktioniert auch bis heute wunderbar. Und davor ist eben der parametrische EQ, da sieht man den Bassboost, der auch nicht wenig ist. Und dann halt noch so ein bisschen High Shelf und das sind noch ein paar Frequenzen, die haben sich irgendwie schlecht angehört. Gerade bei der Trennfrequenz, wo praktisch sich der Subwoofer und die Top-Lautsprecher direkt überlappen, da hat man viele Probleme, deswegen habe ich da noch ein bisschen rausgefiltert und halt irgendwie noch hier ein bisschen drüber. Ich habe mich da praktisch hingesetzt, habe irgendwie einen Sweep abgespielt und halt gehört, wo hört sich das Kacke an und ungefähr abgeschätzt, wie viel Hertz sind das und bin dann da irgendwie zu einem ganz brauchbaren Ergebnis gekommen. Also damit Filme schauen macht schon echt Spaß. Der arbeitet jetzt halt nur noch in den tiefen Tönen und ja, also es ist halt, es gibt Filme, die hören sich da besser an wie im Kino, finde ich. Einfach weil halt Kinos nicht so auf den tiefen Bassbereich Wert legen. Genau. Ich habe dann irgendwann noch ein Messmikrofon von einem Kumpel geschenkt gekriegt und habe da mal eingemessen, ja, wie schaut das jetzt eigentlich genau aus in meinem Raum? Habe das praktisch da platziert, wo ich normalerweise sitze. Und dann hat irgendwie einen Sweep wiedergegeben und da gibt es so ein Programm, das habe ich jetzt in der Softwareliste nicht aufgeführt, das packe ich nachher noch dazu, Room EQ Wizard, mit dem kann man das machen und ja, da sieht man praktisch erstmal das Grüne ist der Subwoofer an sich, ungefiltert. Man sieht halt, der hat hier eben ganz viele Töne im 200 bis 300 Hertz Bereich, weil es halt eher ein Kickbass ist, der eher auf Kickbass ausgelegt ist und halt nicht auf ganz tiefe Töne. Aber ich habe dann eine Decke in die Ports reingestopft und dann hat er tatsächlich bei, was ist das hier, 30 Hertz einen ziemlich hohen Peak gehabt. Und ja, also Nachbarn freuen sich oder so. Was auch relativ interessant war, ich habe die ganze Zeit beim Einstellen gemerkt, irgendwo bei 40 Hertz ist so ein tiefes Loch. Und die Messung hat das auch gezeigt. Das Loch ist wirklich sehr tief.
Und das ist auch nicht nur beim Subwoofer, der die grüne Linie ist, sondern auch in dem kombinierten Output logischerweise und auf den Top-Lautsprechern auch. Also das ist wohl einfach irgendwas von dem Raum an der Stelle, wo ich nicht wirklich was gegen machen kann. Aber das sind halt so Dinge, da kann man nichts gegen unternehmen, da kann man nicht wirklich gegensteuern mit einem Equalizer, das muss man einfach akzeptieren. Manchmal geht das halt nicht besser. Genau, die blaue Linie ist dann die Top-Lautsprecher ohne den Subwoofer. Da sieht man halt auch, dass sie in den Höhen eher sind und jetzt nicht so in den, wie der Subwoofer hier, der hier direkt abnimmt. Und genau, das Rote ist dann die kombinierte Linie. Da sieht man auch, dass ich den Bassbereich schon deutlich angehoben habe. Und da sieht man auch den Teil, den ich herausgenommen habe. Ja, und hier kann man auch eigentlich ganz gut erkennen, warum es Sinn macht, hier das Crossover zu wählen. Weil halt einfach die Top-Lautsprecher hier irgendwie so eine Tiefe haben. Und ja, manchmal muss man einfach rumprobieren und gucken, ob sich das gut anhört oder nicht. Und das Ziel wäre praktisch, den Subwoofer nicht mehr wahrzunehmen, sodass man ja halt nicht mal von da hinten aus dem Wohnzimmer, also hinten von der Wand irgendwo, Geräusche hört, die eher dröhnend sind. Und ja, das habe ich damit eigentlich ganz gut erreicht. Genau so sieht das jetzt im Wohnzimmer aktuell aus. Das Interface einfach geparkt auf dem Computer und ja, da hinten sieht man den Subwoofer. Genau. Ja, das Fazit danach war, also Linux Audio kann man trauen. Ich hatte damit eigentlich nicht wirklich viele Probleme. Die einzigen Probleme, die ich hatte, konnte man mit dem Erhöhen von der Puffergröße lösen, also die Quants erhöhen. Und generell kann man Pipewire, was Linux Audio angeht, wirklich vertrauen. Und auch Freunde von mir, die von Pulse Audio auf Pipewire gewechselt haben, haben dann gemerkt, dass die Probleme, die sie hatten, größtenteils verschwunden sind auf magische Art und Weise. Und generell ist es einfach gut, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, einen neuen User Space Sound Server zu implementieren, der einfach alles besser macht, wie alles, was vorher da war. Ja, also was macht Pipewire besser? Es ist zuverlässiger als der Vorgänger, es ist effizienter als der Vorgänger. Da habe ich jetzt halt auch noch nicht so viel zu gesagt. Wenn man im Pipewire Wiki ein bisschen nachschaut, findet man einen Performance-Reiter, also eine Seite zur Performance, und da ist halt Pulse Audio mit Pipewire verglichen bei ähnlichen Dingen. Und Pipewire war sowohl bei niedriger Latency deutlich effizienter, als auch bei den höheren, also bei den größeren Puffergrößen. Und ja, es hat mehr Features als der Vorgänger. Es kombiniert alle APIs, die Pulse Audio und Jackie zur Verfügung gestellt haben. Also unterm Strich ist es halt einfach eine eierlegende Wollmilchsau. Und das macht es halt so gut. Es ist einfach in allem besser, was die Vorgänger getan haben, und kombiniert es auch noch. Und man kann neue Dinge damit tun. Und ja, habe ich auf jeden Fall sehr viel Spaß dran gehabt. Genau, zum Ende hin vielleicht noch ein paar nützliche Command-Line-Tools, die man halt benutzen kann, wenn man mit Pipewire arbeitet. Es gibt pwtop, das ist praktisch, da kann man ein paar Infos sehen über die Nodes und deren Eigenschaften, zum Beispiel die Latency oder wie da jetzt genau der Name von ist, oder ob die gerade laufen, ob die gerade suspended sind. Mit pwcli kann man sich die Eigenschaften von den Nodes bearbeiten. Also hier ist ein Beispiel, um die Infos zu den Nodes anzuzeigen, auch das ist dann eher so eine lange Liste. Man kann aber auch die Parameter von den Plugins, die man geladen hat in dem Filtergraph, da nochmal bearbeiten, wenn man genau weiß, welche Zahlen man da einstellen muss. Das habe ich dann ganz am Anfang bei dem ersten Ding für das Heimkino-Setup oft genutzt, weil ich halt eben da geschaut habe, also ja, nach Gehör gearbeitet habe, und dann hat immer die Frequenz leicht verändert und dann hat nochmal nachgehört und so. Und ja, das ist schon sehr toll. Mit PW-Metadata kann man halt so Dinge steuern, wie man kann mal eben die Latenz von dem Graphen praktisch auf eine bestimmte Puffergröße setzen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein Programm hat, das Probleme macht, kann man mal kurz ausprobieren, ja, löst es das, wenn ich jetzt mal eben die Puffergröße erhöhe, und kann das halt schnell testen. Wenn man da eine 0 anstatt irgendeiner Zahl hinschreibt, dann anstatt irgendeiner ganzen Zahl, dann ja, setzt sich das auch wieder zurück. Und genau, mit PW-Link kann man die Ports von den einzelnen Nodes per Hand patchen. Das ist eben genau, was ich verwendet habe, um dann den Touchlink-Input mit dem Filter-Chain-Dings zu verbinden, und ja, funktioniert auch sehr gut. Allerdings ändern sich halt die Beschreibungen von den Nodes ziemlich oft, da muss man dann schon irgendwie aufpassen. Also wenn ich das Ding jetzt in einen anderen PCIe-Slot gesteckt habe, dann hat sich auf einmal die Beschreibung davon verändert und das Skript hat nicht mehr funktioniert oder sowas. Aber wenn man das weiß, dann kann man damit schon ganz gut arbeiten.
genau. Ein paar Dinge, die ich jetzt nicht angesprochen habe in dem Vortrag, ist, man kann Piper auch sehr gut als Bluetooth-Empfänger benutzen. Also ich habe dann irgendwann so eine WLAN-Bluetooth-Karte mir geholt und in den HTPC reingesteckt und jetzt kann man daheim auch sich einfach mit dem Handy verbinden und da Bluetooth-Audio drauf abspielen. Wenn ihr jetzt irgendwie einen Laptop hier habt und da läuft Piper ja drauf und ihr habt außerdem auch Bluetooth eingerichtet, man kann sich einfach mit dem Handy verbinden und das Handy erkennt es dann als Audiogerät. Das ist wunderbar. Das hat unter Pulse-Audio nicht so einfach funktioniert. Da musste man noch irgendwas rumkonfigurieren und der Piper ist das einfach, funktioniert standardmäßig. Was leider nicht geht, was ich mal versucht hatte, war irgendwie das Audio vom Computer, praktisch das Mikrofon dann am Handy zu verwenden. Aber ja, das ist dann irgendwie auch noch so ein bisschen komplizierter gewesen. Wenn man unter Wayland unterwegs ist, kennt man Pipewire sicher auch aus dem Kontext, dass man damit Bildschirmaufnahmen mit dem XDG-Port dann machen kann. Ja, das sollte man vielleicht auch noch wissen. Das heißt, wenn man Bildschirmaufnahmen machen möchte und man benutzt Wayland, dann ist Pipewire the way to go. Und was jetzt auch relativ neu ist, ist, dass es Video for Linux Support hat. Das heißt, ja, was ich vorhin erwähnt habe, wenn jetzt mehrere Geräte auf ein, mehrere Programme auf einem Gerät was abspielen wollen oder wenn jetzt mehrere Programme die gleiche Kamera verwenden wollen, dann gab es da vorher keine Lösung für. Also es ist halt wie unter Alta, dass sich das Programm dann halt eben das Gerät geschnappt hat und dann war es halt für niemanden anders mehr verfügbar. Und da hat jetzt Pipewire auch eine Lösung für und implementiert eben Video for Linux Support und dann können praktisch zwei Programme das gleichzeitig verwenden. Und was da noch so ein bisschen in den Sternen steht, was ich schon von gehört habe, ist, dass man dann vielleicht auch Videofilter auf der Kamera verwenden kann und das wäre dann schon nochmal sehr, sehr cool. Aber da fehlt es halt gerade irgendwie an vielen Ecken und Enden, dass es halt einfach noch viele Dinge in Pipewire nicht gibt, die man dafür benutzen müsste. Ja, die Software, die ich verwendet habe, das war eben einmal Helvum. Das ist diese Patch Bay, die ich am Anfang her gezeigt habe. Pavo Control kann ich noch empfehlen, wenn man halt mal eben schnell ja, den Output-Modus von seinem Gerät verändern möchte. Easy Effects ist ganz cool, weil man sich dafür nicht mit Kala und irgendwelchen LV2-Plugins rumschlagen muss, sondern das benutzt praktisch Pipewire im Hintergrund, um ähnliche Dinge zu tun, die ich da gerade erzählt habe, mit diesen Plugins hintereinander gepatcht. Da kann man einfach mal schnell irgendwie einen EQ einstellen oder einfach mal schnell einen Kompressor einstellen. Habe ich tatsächlich auch längere Zeit verwendet für genau diesen Zweck. Ja, Kala habe ich ja schon hergezeigt, das ist dieser Plugin-Host, der mit LV2 und VST-Plugins umgehen kann. Und die Linux Studio Plugins, das sind die Plugins, die ich verwende, also die ich hergezeigt habe. Und da gibt es halt eben VST 2, 3 und LV2 Varianten von und ich glaube auch noch irgendwas anderes, aber das sind so die wichtigen. Ich glaube, LV2 ist auch so das, was man unter Linux hauptsächlich für Audio verwendet. Und was ich auch noch empfehlen kann, was ich irgendwann mal in der Vergangenheit verwendet habe, das ist Ardour. Das ist praktisch eine Digital Audio Workstation für Jack, die aber auch wunderbar mit Pipewire funktioniert. Genau. Ja, zu den Credits. Die Bilder, die habe ich mir von Thomann geschnurrt, aber ich habe sie ja hier verwendet, um praktisch was zu zeigen, was darüber hinausgeht. Deswegen ist es, denke ich, okay. Das Audiowissen habe ich eben von meinem einen Kumpel da. Da ist auch sein Twitter-Link dazu, der heißt Zcore. Nodeovision ist ein guter Kanal auf YouTube, der halt eben so Audio-Content produziert, wo man, der hat mir, also ich habe da gelernt, wie man einen Equalizer verwendet. Und EposVox macht eher so Streaming-Dinge, die halt was mit OBS und Audio zu tun hat. Genau, dann, was kann ich an Ressourcen empfehlen? Das ArchWiki hat natürlich sehr viele hilfreiche Infos. Ich verwende hauptsächlich Arch Linux, deswegen kenne ich mich da natürlich gut aus. Das Pipewire-Wiki hat für einige Spezialsachen sehr wichtige Dinge. Und wenn man dann genauer wissen will, was unter der Haube passiert, kann man in der Dokumentation nachschauen. Ja, das war's auch schon. Danke fürs Zuhören. So, danke schön für diesen wundervollen Vortrag zur eierlegenden Wollmilchsau im Bereich Audio, Linux. Gibt es denn Fragen? Ich bringe dir gerade das Mikrofon. Hi, ich habe zweimal die gleiche Frage. Mhm. Und zwar hat sich zwischen Pulse Audio und Pipewire mit dem ganzen Clock-Management irgendwas verbessert? Schrägstrich, die gleiche Frage in anders. Du hast ein Phasenproblem gehabt mit dem Subwoofer. Ich würde raten, dass es weggegangen ist, als du den Crossover-Filter stattdessen benutzt hast, was aufs Gleiche rauskommt. Also hast du da irgendwie, weißt du da irgendwelche Details zu oder sowas? Oder? Also zu der Clock kann ich sagen, ich habe ja da den Fall gehabt, dass ich zwei Geräte habe, die eine unterschiedliche Clock haben. Das ist einmal die Soundkarte mit dem digitalen Input und einmal dann halt
ja, der Plugin, der praktisch an dem Interface dranhängt, was auch wieder die eigene Clock hat. Und da kommt es häufiger vor, dass das out of sync gerät, aber es reicht dann halt, den Server neu zu starten, dann fängt das praktisch wieder bei Null an. Ich habe am Desktop ein Skript, das startet den halt neu, und wenn es das Problem mal gibt, es passiert nicht häufig, aber da kann man halt auch wirklich nichts gegen machen. Und es gibt halt noch nicht wirklich eine Möglichkeit, da praktisch die Clocks miteinander zu synchronisieren, außer man hat halt, es gibt ja moderne, also was heißt moderne, hochwertige Interfaces, die dann irgendwie einen Clock-Output haben und andere haben dann wieder einen Clock-Input. Aber ja, über USB geht es halt leider nicht, dass man da irgendwie die Clock vorgibt. Deswegen, das Problem ist leider nicht ganz gelöst, aber wenn man auf dem gleichen Interface arbeitet, hat man das Problem natürlich nicht. Weitere Fragen? Oder seid ihr alle glücklich und zufrieden oder überrumpelt? Ansonsten ist es okay für dich, weiterhin auf dem Event zu Audiofragen, zu Pipeware und allem Möglichen angesprochen zu werden? Ja, natürlich. Wenn es noch irgendwas gibt, sprecht mich gern an. Okay, dann noch einmal vielen herzlichen Dank, Lucy, für deinen Talk und euch noch viel Spaß auf dem Easter Hack.